Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Vortrag Planet Erde, unser Lebens- und Gestaltungsraum. Der Professor Reinhard Hüttel, den ich Ihnen gleich vorstellen darf, hat ein denkbar globales Thema sich für heute Abend ausgesucht, das uns alle angeht. Das Thema der Abend findet statt in Zusammenarbeit mit AKATECH, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, wo ich in der Geschäftsstelle, mein Name ist Marc-Dennis Weitze, für Technikkommunikation zuständig bin und hier anmoderieren und nachher die Diskussion auch moderieren darf. Man kann natürlich direkt fragen, Geowissenschaften, Technikwissenschaften, wie hängt das denn zusammen, Natur und Technik? Aber diese Frage wird Herr Hüttel heute Abend ziemlich klar beantworten, sodass die Sinnhaftigkeit, dass von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften aus dieses Thema auf die Tagesordnung kommt, sehr, sehr deutlich wird. Professor Hüttel, den ich Ihnen kurz vorstellen darf, ist im Hauptberuf Vorstandsvorsitzender des Geoforschungszentrums in Potsdam, der Potsdamer Institution, wo er tatsächlich seit 2007 in dieser Position ist. Daneben, man könnte meinen, dass die Leitung eines Forschungsinstituts mit einer vierstelligen Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigentlich schon ausreicht, aber daneben ist Herr Hüttel tatsächlich seit jeher aktiv in verschiedenen politikberatenden Gremien, in Kommissionen und insbesondere in Akademien. So war er 9 Jahre lang Präsident unserer Akademie der Technikwissenschaften und wirkt jetzt noch als Vizepräsident weiter, weil satzungsgemäß nach 9 Jahren auch für Herrn Hüttel in dieser Position Schluss war. Aber selbst das reicht ihm nicht. Er ist außerdem, um jetzt nur die Akademietätigkeiten zu erwähnen, ab 1. Oktober Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, deren Mitglied er schon seit dem letzten Jahrhundert ist, glaube ich. Und wirkt auch bei der vielen von Ihnen bekannten Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, die sich ja auch dem Austausch von Wissenschaft und Gesellschaft verpflichtet hat, in Kürze auch als Präsident tatsächlich mit. Da ist er jetzt designierter Präsident und wird das Amt in Kürze auch übernehmen. Insofern erkennen Sie, dass Herr Hüttel einerseits als Fachwissenschaftler sehr renommiert ist, die ganze Vita finden Sie in unserem Informationsblatt, haben Sie schon wahrgenommen, aber halt darüber hinaus sich dem im Austausch von Wissenschaft und Gesellschaft sehr intensiv widmet. Tatsächlich ist Wissenschaftskommunikation eines seiner oder das Herzensanliegen, sodass es wunderbar passt, dass wir hier praktisch im Deutschen Museum, dem Leuchtturm der Wissenschaftskommunikation in seinem Ehrensaal wirken und praktisch dieses Thema Planet Erde ansprechen, thematisieren, diskutieren werden. Nach dem Vortrag stehen wir noch für Fragen zur Verfügung. Aber zunächst mal bitte ich Herrn Hüttel auf die Bühne. Ja, lieber Herr Weitze, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte der Einführung. Herzlichen Dank, dass ich hier reden kann. Die freundlichen Worte hängen einfach auch mit dem Alter zusammen. Das ist also gar keine so große Leistung, sondern summiert sich einfach im Laufe der Jahre. Ja, ich werde in der Tat versuchen, dieses eher naturwissenschaftliche Thema dann auch an einer relevanten technologischen Transformation nochmal zu verdeutlichen. Ja, wir beschäftigen uns am Geoforschungszentrum in Potsdam mit dem System Erde, vor allem mit der sogenannten festen Erde, also der Geosphäre, aber auch mit der Atmosphäre, also der Lufthülle, mit Wasser, mit der Hydrosphäre, mit Eis, Kryosphäre, mit biologischen Prozessen, soweit das für uns relevant ist, aber auch mit den Aktivitäten des Menschen, denn wie die Überschrift sagte, ist dieser Planet Erde unser Lebens- und Gestaltungsraum. Und wir tun das in der Tat vom Erdkern bis zum Weltraum, bis zum Weltall. Wir haben eigene Satellitenmissionen, die wir entwickeln, die wir auch betreiben, gemeinsam mit Partnern, in der Regel mit der NASA oder auch mit der Europäischen Raumfahrtagentur. Ganz wichtige Themen waren und sind nach wie vor GRACE. Das ist eine Satellitmission mit 2 Satelliten, die aufgebaut wurde an den Erfahrungen von CHAMP. Und da geht es um Schwerefeldforschung, um Massenveränderungen und letztendlich auch um Klimaforschung. Wir sind an einer Reihe von weiteren Missionen beteiligt. Wir haben SWARM auf den Weg gebracht, da geht es um das Erdmagnetfeld. Und wir haben eben GRACE fortgesetzt mit GRACE Follow-on und werden demnächst weitere Missionen
realisieren. Diese GRACE-Mission, Gravity und Climate Change oder Climate Experiment Follow-on-Mission, das sind auch immer heftige Investitionen, so 300-400 Millionen Euro, die dort hineinfließen und eine doch lange Zeit der Vorbereitung benötigen. Ja, was kann man mit diesen beiden Satelliten nun realisieren? Nach dem Gravitationsgesetz von Newton, vereinfacht gesagt, ziehen sich unterschiedliche Massen an und wir haben eben im Erdinneren unterschiedliche Massen. Das hängt mit der Temperatur, mit den Materialien zusammen. Wir haben diese Mission fortgesetzt nach 15 Jahren erfolgreicher GRACE-1-Messungen und Datenanalyse und Datenauswertung, dann eben die Fortsetzung von GRACE. Jetzt zunächst, diese Missionen werden immer für 5 Jahre geplant, fliegen aber in der Regel länger. Das ist so eine Vereinbarung, eine grundsätzliche Vereinbarung, sodass wir versuchen, einen gesamten Klimazyklus von etwa 30 Jahren abzudecken. Wenn man jetzt sozusagen Weltraum basiert, die Erde beobachtet, Erdsystemfragen versucht zu verstehen, dann sieht man folgendes Bild. Das ist unsere berühmte Potsdamer Schwerekartoffel. Was Sie hier sehen, ist eine etwa 30.000, 35.000-fache Vergrößerung. Aber was Sie an sich sehen, ist, dass die Erde eben aus dieser Perspektive nicht rund ist, sondern eher wie eine Kartoffel erscheint. Brandenburg hat ja auch sandige Böden, da gibt es also auch Kartoffelproduktion. Aber was Sie hier sehen, ist hochrelevant. Und das ist eben das, was ich schon sagte, dass da, wo Sie im Untergrund, im Mantel, in der Kruste unserer Erde unterschiedliche Massen haben, aufgrund unterschiedlicher Materialien und unterschiedlicher Temperaturverhältnisse. Und dort, wo die Erde mit Wasser bedeckt ist, immerhin mit 70%, ist ja unsere Erde oberflächlich mit Meeren bedeckt, dann paust sich diese Situation durch. Und was Sie hier eben sehen, ist, dass es dann sozusagen Ausbuchtungen gibt im Atlantik, Pazifik, es gibt aber auch Einbuchtungen wie hier im Indischen Ozean. Das heißt also, wir haben damit erstmalig ein Normal Null. Und der Unterschied ist, ohne dass es, obwohl das Wasser natürlich fließt, aber ohne dass es zu Ausgleichsbewegungen kommt, von etwa 200 Metern. Und das ist also jetzt die Basis, auf der wir dann Veränderungen, wie zum Beispiel Meeresspiegelveränderungen, tatsächlich messen können. Ohne diese Daten sind diese Messungen in dieser Genauigkeit, wie wir das brauchen, nicht möglich. Ja, hier sehen Sie jetzt eine Aufnahme oder eine Abbildung über die Meere. Das dunkelblaue sind die Kontinente und das bunte sind also Teile der Weltmeere. Und Sie sehen einerseits, dass wir über eine bestimmte Periode, die wir gut messen können, die wir verstehen mit weiteren Satellitenmessungen, Altimetrie, aber auch weiteren Messungen, haben wir in dieser Phase eine Veränderung, eine Zunahme, eine globale Zunahme pro Jahr von etwa 3-3,5 Millimetern, was den Meeresspiegel anbelangt. Und Sie sehen aber, wenn Sie genau hinschauen, dass diese bunten Regionen unterschiedliche Farben haben. Das geht also bis ins Dunkelrote sozusagen. Dort haben wir Meeresspiegelzunahmen von bis zu 10 Millimetern pro Jahr. Wir haben aber auch aktuell Situationen, wo der Meeresspiegel tatsächlich abnimmt. Und das hängt eben mit diesen Effekten der Massenveränderungen, der Massenverlagerungen, die eben auch im Erdinneren langsam, aber gleichwohl stattfinden, zusammen. Wie das nun messtechnisch funktioniert, ist eigentlich relativ einfach. Diese beiden Satelliten fliegen in einem bestimmten Abstand in 90 Minuten um die Erde in einem relativ geringen Orbit, also in einer geringen Umlaufbahn, so etwa 400 bis 600 Kilometer über der Erdoberfläche, dass wir möglichst geringe Einwirkungen atmosphärischer Art haben, aber doch möglichst nah an der Oberfläche eben sind. Und wenn diese beiden Satelliten, der eine über ein Gebiet fliegt, das etwas eine andere Masse hat, dann verändert er die Distanz zwischen diesen beiden Satelliten und aus diesen
über jetzt schon 20 Jahre laufenden Untersuchungen können wir eben diese Massenveränderungen tatsächlich bestimmen, die wir dann validieren, verifizieren mit weiteren Messungen. Wir sehen auch zum Beispiel Massenveränderungen, was Eisbedeckung anbelangt. Das ist eigentlich auch die einzige Methode, mit der man wirklich Massenverluste sehr gut quantifizieren kann, zum Beispiel das Abschmelzen der Gletscher im arktischen Bereich. Das ist sozusagen ein wichtiges Element dieser Erdsystembeobachtung aus weltraumgestützten Messungen. Wir haben aber auch andere Effekte, die relevant sind. Das ist beispielsweise die Situation, dass wir während der letzten Vereisung, die ihren Höhepunkt vor etwa 15.000 Jahren hatte, wo wir Eisbedeckung bei uns in Potsdam oder auch in Berlin von 500, vielleicht 1.000 Meter hatten, in Skandinavien bis 3.000, 4.000 Meter. Und diese Eismassen, die haben eben eine Auflast, die bewirkt, dass die Kruste eingedrückt wird. Und wenn dieses Eis dann schmilzt, weil es wärmer wird, ob das jetzt menschengemacht ist oder natürlich, spielt an dieser Stelle erstmal keine Rolle, das Eis schmilzt und dann ist die Auflast weg und es gibt dann diesen postglazialen Rebound, also die postglaziale Hebung. Und das sehen wir jetzt auch. Wir sehen zum Beispiel in Skandinavien, in bestimmten Gebieten, in Kanada, wenn man jetzt die Nordhalbkugel sich anschaut, dass wir eben Neuland haben. Das heißt, wir haben Hebungsraten, die gehen eben bis 30 Millimeter pro Jahr in bestimmten Regionen. Und auch das ist sozusagen ein Effekt, den man bei Meeresspiegelschwankungen berücksichtigen muss. Ich hatte Ihnen gesagt, dass wir Massenveränderungen messen können. Das heißt, wir können auch Massenveränderungen in den Meeren messen. Denn Meeresspiegelschwankungen können zwei Ursachen haben. Einmal ist es einfach mehr Wasser im Meer durch abschmelzende Gletscher oder eben Zufluss über entsprechende Vorflut. Oder eben Zunahme volumetrisch durch Erwärmung aufgrund der globalen Erwärmung. Wir können etwas sagen, auch das können wir regionalspezifisch auswerten. Wir können sagen, etwa 60% der durchschnittlichen globalen Meeresspiegelanstiegssituation ist verursacht durch mehr Wasser im Meer und etwa ein Drittel, 40% ist Volumenzunahme. Das ist auch wiederum relevant und es gibt einen weiteren Faktor, um einfach mal die Komplexität an diesem einen Problem, Meeresspiegelschwankungen, darzustellen. Wenn Sie mehr Masse haben im Meer, dann heißt das nicht notwendigerweise, dass der Meeresspiegel steigen muss. Es kann eben auch so sein, dass wir einen sogenannten Bookshelf-Effekt haben. Das ist also so, wenn Sie ein Holzregal haben und stellen dort Bücher rein, dann werden Sie im Laufe der Zeit feststellen, dass sich das Buchregal etwas durchbiegt. Und das kann eben auch mit dem Meeresboden passieren. Also es ist eine hinreichend komplexe Frage, wann und wo und warum der Meeresspiegel zunimmt. Und das alles ist ohne diese Fernerkundung weltraumbasiert nicht möglich. Also ein spannendes und sehr wichtiges Thema, also GRACE, Schwerefeld und Massen. Veränderungen, in dem Fall beispielsweise Meeresspiegelveränderungen. Wir beschäftigen uns neben dem Thema Schwerefeld auch mit dem Thema Erdmagnetfeld. Auch das Erdmagnetfeld ist dynamisch, wie alles auf unserem Planeten. Manches geht schneller, manches nicht so schnell. Wir sehen innerhalb auch von 10, 15 Jahren deutliche Veränderungen der Feldstärke an der Erdoberfläche, also der magnetischen Feldstärke an der Erdoberfläche, was wir mit einem weltweiten Netz messen. Wir sehen aber auch ganz bestimmte Anomalien, wie zum Beispiel diese hier dargestellte Südatlantik-Anomalie, die sich eben hier von Südafrika nach Südamerika bewegt. Auch das sind relevante Prozesse, weil diese Magnetfeldsituation, ich komme gleich zurück, eben dieses innere Feld, das ist auch relevant für das äußere Feld, für das äußere Magnetfeld, also für diese Schutzhülle und dieses Schutzschild, die Magnetosphäre, die uns schützt vor zu viel Einstrahlung. Und das ist ein ganz wichtiges Element. Und wenn wir diese Veränderungen im inneren Feld haben, haben wir auch Veränderungen im äußeren Feld. Und das führt zum Beispiel bei dieser Südatlantik
Anomalie dazu, dass sie, wenn dort in diesem Gebiet Satelliten fliegen, dass sie die sozusagen kontinuierlich nachsteuern müssen, damit die die Bahn richtig erhalten. Das hängt also mit diesem Effekt zusammen, dass sie neben dem inneren Feld eben auch dieses äußere Feld, diese Magnetosphäre haben und diese Effekte dann sehen. Nun ist es aber nicht nur das Thema an der Erdoberfläche, Feldstärke, inneres Magnetfeld, äußeres Feld, sondern wir wissen eben aus sehr intensiven, sehr speziellen Untersuchungen, dass der Nordpol immer wieder mal sich in Bewegung setzt, der magnetische Nordpol, und tatsächlich zum Südpol wandert. Wir nennen das entweder eine Umpolung oder auch nur eine kurzzeitige Umpolung, die eben dann nicht so lange dauert, oder eben dann auch eine geomagnetische Exkursion. Die letzte geomagnetische Exkursion, die wir gemessen haben mit unserem französischen Kollegen, ist die sogenannte Le Champ-Exkursion vor etwa 40.000 Jahren. Da hat sich der Nordpol in Bewegung gesetzt, zunächst ungerichtet und ist dann aber über den Äquator in etwa 100 Jahren gezogen, war eine Weile am Südpol und ist dann wieder zurückgewandert. Das Ganze hat etwa 1.000 Jahre gedauert und das passiert immer wieder. Und die große Frage ist natürlich, was passiert während dieser Phase? Das können wir nicht wirklich beantworten. Es gibt eine Reihe von Arbeitshypothesen, aber noch keine wirklichen fundierten Theorien. Was aber sicherlich passiert, ist, dass dieser Nord-Südpol, dieser Dipol-Charakter aufgehoben wird und es eine Multipol-Situation geben muss während dieser Phase. Und wir wissen auch, dass während dieser Phase diese Schutzwirkung des äußeren Feldes um bis zu 90% reduziert ist. Also wir haben einen höheren, deutlich höheren Impact kosmischer Radiation, also kosmischer Strahlen in unsere Atmosphäre. Das ist ein Thema, das jetzt aktuell auch an Bedeutung gewinnt, weil sich der Nordpol im Moment mit etwa 60 Kilometer Richtung Sibirien entwickelt oder wandert. Und wir eben zum Beispiel uns gerade mit einem großen neuen Programm diesem Thema Weltraumwetter, Weltraumklima beschäftigen, um eben solche Veränderungen zu messen. Dazu dient auch die kurz angesprochene Swarm-Satellitenmission, die wir im November 2018 in den Weltraum gebracht haben und die erstmalig in diesem Bereich, in dieser, wenn man so will, Magnetosphäre misst. Ja, also spannende Themen, Schwerefeld, Magnetfeld, und natürlich die Plattentektonik, also die Bewegung der Platten, die Kontinentaldrift. Wir haben hier eine Aufnahme von, oder eine Grafik, keine Aufnahme, eine Grafik von vor etwa 200 Millionen Jahren, wo eben praktisch alle Kontinente zusammengeklumpt waren und dann brechen die auf. Und dann sieht man das, die Situation heute. Man sieht, dass Afrika mehr oder weniger stationär geblieben ist. Lateinamerika ist gewandert, Madagaskar, natürlich die Antarktis, aber auch Indien zum Beispiel, Australien, Neuseeland. Indien ist eben, das haben wir auch jetzt gerade noch mal sehr schön publiziert, ist ein Kontinent, der oder ein Plattenteil, der vor 50, 70 Millionen Jahren etwa an diese Eurasische Platte angestoßen ist und seitdem eben diese Gebirgssituation auffaltet, dort Himalaya, Pamir, Tian Shan. Und es war vermutlich der schnellste Kontinent aller Zeiten oder Subkontinent Indien, weil er eben nicht so mächtig ist in der Platte und mit etwa 20 Millimeter pro Jahr sich bewegt hat, jetzt aber immer noch mit einigen Millimetern pro Jahr schiebt und das führt eben dann zu den Effekten dieser Plattentektonik beziehungsweise dann zu entsprechenden Erschütterungen, also zu Erdbeben. Und das, der Grund hierfür, warum sich diese Platten bewegen, ist letztendlich die Wärme im Erdinneren. Wir haben Temperaturen im Kern von etwa 6000 Grad Celsius. Trotzdem ist der innere Kern fest, der äußere Kern ist flüssig. Das hängt mit den enormen Drücken zusammen. Und dann entsteht eben Konvektion, also warmes Material wandert nach oben, kühlt ab und bewegt sich wieder nach unten. Dieses Thema Konvektion ist also außerordentlich relevant, weil dadurch dann zum Beispiel an diesen mittelozeanischen Rücken, die wir in bestimmten Bereichen ja auch an der Landoberfläche haben, wie zum Beispiel in Island,
Das bedeutet, dass dann sozusagen über diese Kraft, wenn Sie so wollen, über diesen Energieinput auf dieser dann sogenannten Asthenosphäre diese Platten geschoben werden. Und man kann dann in etwa kalkulieren, wann die Platten eben wieder alle zusammengeklumpt sein werden und wieder ein großer Kontinent sein wie Pangea oder Gondwana. Das wird so irgendwo zwischen 200 und 400 Millionen Jahren der Fall sein. Also auch das ist eben ein Prozess, den man entsprechend berücksichtigen muss. Wir beobachten das weltweit, weil diese Platten vor allem an den sogenannten aktiven Plattenrändern eben aneinanderstoßen, subduzieren, also untereinander herrutschen und Erdbeben erzeugen. Wir haben ein weltweites Seismometersystem und beobachten, das ist jetzt hier eine spezielle Aufnahme aus Nepal, weil wir dort eine Reihe von Nachbeben hatten und jetzt auch in den Jahren danach intensiv forschen, weil dort Hangrutschungen ausgelöst wurden oder initiiert wurden, die dann wirklich ausgelöst werden durch Monsunregen zum Beispiel in dieser Region. Was Sie hier sehen, sind die Erdbeben innerhalb von etwa 14 Tagen. Wir haben etwa 6.000 Beben pro Jahr von einer Magnitude größer 4 weltweit. Die roten, das sind immer die letzten 24 Stunden. Wenn Sie auf unsere Webseite gehen, können Sie das dann sich genau jeweils anschauen. Geht da nicht weiter? Kann ich drücken? Ja. Und das führt eben zu diesen Georisiken, zu diesen heftigen Erschütterungen, zu Erdbeben oder eben auch damit auch zu Tsunamis oder eben auch zum Teil auch gekoppelt damit sind Vulkanaktivitäten. Ein wesentliches Erdbeben unter einem Meer war eben dieses Tohoku-Beben oder Fukushima-Beben am 11. März 2011, wo ein Tsunami ausgelöst wurde, der dann eben diese Kernkraftwerke zerstört hat mit erheblichen Auswirkungen. Dieser Tsunami, dieser reale Tsunami hat, wenn man so will, auch einen Tsunami in Deutschland ausgelöst, nämlich die Frage, wie gehen wir mit der Kerntechnik um, und die Ethikkommission, die damals von der Kanzlerin eingerufen, mit der ich auch mitgewirkt habe, hat dann eben einen Beitrag geschrieben zum Thema Energiewende, Gemeinschaftsaufgabe, und wir haben damals gesagt, man kann in Deutschland aus der Kernenergie aussteigen in etwa einer Dekade, und das wird ja jetzt dann im nächsten Jahr tatsächlich der Fall sein. Jetzt in diesen Tagen werden ja erstmalig auch Standorte wieder benannt, wo man den doch erheblichen Mengen von Abfall, hochradioaktiven, wärmeerzeugenden Abfall beseitigen kann. Ja, wir arbeiten natürlich nicht nur an dem Verständnis der Prozesse und der Zusammenhänge, sondern auch versuchen natürlich unser Wissen auch einzubringen in Umsetzungen, in Anwendungen, wie zum Beispiel in Frühwarnsystemen. Wir haben nach dieser großen Katastrophe 2004 im Indischen Ozean, vor allem vor Indonesien, mit etwa 230.000 Toten, das Tsunami-Frühwarnsystem für den Indischen Ozean aufgebaut, mit starker Unterstützung der Bundesregierung, und haben jetzt ein funktionierendes Warnsystem, Tsunami-Frühwarnsystem. Das heißt also, das Erdbeben passiert und dieses Frühwarnsystem gibt dann Auskunft, wann. Erstmal stellen wir fest, ist das ein tsunamigenes Beben, löst das wirklich jetzt eine entsprechende Welle aus, und wann kommt dann diese Welle wo, an welchem Ort an, in welcher Intensität, und das Ganze macht ja nur Sinn, wenn die Menschen dann auch wissen, was sie tun müssen. Sie müssen vorbereitet sein. Wir brauchen also eine ständige Awareness und Preparedness. Und dass es nicht so ganz einfach ist, haben wir ja gerade gesehen mit dem Warntag in Deutschland. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Also das sind schon große Anstrengungen, weil sie ja permanent die gesamte Gesellschaft sozusagen informieren müssen. Und die muss immer irgendwie vorbereitet sein, sich auf solche Ereignisse dann nicht nur einzustellen, sondern auch entsprechend reagieren zu können. Ja, um das besser zu verstehen, diese Prozesse, die da ablaufen, holen wir die Erde ins Labor, weil wir nur etwa, also 12 Kilometer vielleicht, ist die tiefste Bohrung, die es je gegeben hat,
in die Erde bohren können, aber der Mittelpunkt ist eben 6370 Kilometer und dies dann zu verstehen, vor allem was eben im Mantel oder an der Kernmantelgrenze passiert, diese Druck- und Temperaturverhältnisse, die holen wir dann eben ins Labor, um das zu simulieren. Und das ist ein wichtiges Element. Da haben wir ganz spezielle Methoden und Technologien entwickelt, um das zu realisieren. Es ist aber immer ja der Punkt, Wissenschaft schafft neue Erkenntnisse. Und eine Erkenntnis, die nicht mehr ganz neu ist, vor allem auch in Regensburg ihren Ursprung hat, ist die Wahrnehmung, dass die Steine leben. Überall da, wo sie Wasser haben und keine zu großen Temperaturen haben, sie leben, Mikroorganismen. Also kleinste Lebewesen, Bakterien, Archaeen und in einer Tiefe von bis zu 3, 4, 5 Kilometer vielleicht. Und wir gehen davon aus, dass diese sogenannte tiefe Biosphäre die gleiche Dimension hat wie die Biosphäre an der Erdoberfläche. Also eine hochsignifikante Thematik. Wir sind auch gerade dabei, ein großes Geobiolab zu bauen bei uns in Potsdam, um eben diese Prozesse besser zu verstehen, um eben auch, gerade wenn es zum Beispiel auch um Endlagerfragen geht, spielt eben nicht nur die Physik und die Chemie eine Rolle, sondern auch die Mikrobiologie, weil es eben Prozesse bedeutet, die Fragen klären oder die mitgeklärt werden müssen, wie zum Beispiel Containments sich unter diesen Bedingungen verhalten. Es wäre also ein Artefakt, wenn man nur die Physik und die Chemie berücksichtigen würde, jedenfalls in diesen Tiefen, die ich gerade benannt habe. Ja, und wie gesagt, die Erde als Lebens- und Gestaltungsraum und ein Thema für unsere Gestaltung sind natürlich Rohstoffe. Rohstoffe, die wir aus der Erde gewinnen. Und das ist vor allem auch fossile Rohstoffe, also Gas und Öl unter marinen Bedingungen, abgelagerte Algen mit entsprechender langer Verweildauer, Sedimentationsprozesse, Druck und Temperatur entstehen diese sogenannten Muttergesteine. In den Muttergesteinen bilden sich dann aus diesen organischen Ablagerungen, aus den Algen in dem Fall, bilden sich dann Kohlenwasserstoffe und die migrieren. Wenn es gut geht, in Lagerstätten und diese Lagerstätten kann man dann nutzen, um Öl und Gas zu fördern. Und im terrestrischen Bereich ist das eben über Biomasse, über Wachstum von Vegetation, Torf und dann eben in Kohlungsprozesse wiederum mit Temperatur und Druck und Zeit, Braunkohle nach 15, 16 Millionen Jahren, Steinkohle viel älter, ähnlich alt wie Öl und Gas oder ganz am Ende Anthrazit. Ja, und das ist eben ein Thema, das wir sehr intensiv nach wie vor nutzen. Hier sehen Sie nochmal die Technologien und eine neue Technologie, die eben entwickelt wurde, ist neben den konventionellen Bohrungen, wo Sie eben in eine Lagerstätte hineinbohren und die steht unter Druck und dann kommt eben das Öl und Gas entgegen, wenn man das so will. Aber es gibt eben auch viel Erdöl und Erdgas, das nicht sich so weit gesammelt hat in einer Lagerstätte, sondern sozusagen im Gestein feststeckt. Entweder in Sandstein oder, dann nennen wir das Tidegas, oder eben in Tongestein als Shalegas. Und was man in diesen Fällen eben zum Beispiel sehr stark weltweit, aber vor allem auch in den USA macht, ist eben, dass man dann in diese Gesteinsschicht bohrt, indem man die Bohrung ablenkt, dann schafft man Wegsamkeit, also man bringt etwas Sand und Wasser ein, erzeugt kleine Risse, das sind wirklich nur Millimeter bis Zentimeter maximal, die dann vertikal ausgerichtet sind, bringt dann manchmal noch Chemie ein, das kann man aber auch eigentlich biologisch abbaubar machen, und holt dann aus diesen Gesteinen diese Mengen an Öl und Gas, Shale Oil, Shale Gas, Tide Gas nach oben. Und das hat natürlich sozusagen schon Veränderungen bewirkt, was eben Öl- und Gasmärkte verändert hat und natürlich große Mengen zur Verfügung stellt zur Nutzung.
Ein weiteres wesentliches Element dieser Entwicklung ist eben nicht nur das konventionelle Erdgas und Erdöl oder Shale und Zeitgasöl, sondern eben auch diese sogenannten Gashydrate. Das sind eben auch Kohlenwasserstoffe, methanhaltige Strukturen, vor allem an den Kontinentalrändern. Und wenn Sie sich anschauen, was wir aktuell noch an Öl und Gas und Kohle haben und Schätzungen sehen, wie viel an Gashydraten da ist, dann sind es natürlich riesige, riesige Mengen, die das vermutlich weit übersteigen. Und das bedeutet eben, dass wir diese Kohlenwasserstoffe oder die Kohle vor allem seit 1950 sehr stark nutzen und sie verbrennen und damit eben CO2 in die Atmosphäre bringen. Und diese Zunahme der sogenannten Treibhausgase, allen voran eben CO2, bewirkt eben, dass die Strahlung, die wir kriegen, nicht in gleicher Weise reflektiert wird. Und das führt eben zu diesem sogenannten Treibhauseffekt. Daneben gibt es natürlich auch heute noch natürliche Faktoren, aber diese anthropogenen Einflüsse sind signifikant und prägen die aktuelle Klimadynamik, und wir nennen das eben Klimawandel. Diese Emissionen sind sehr groß. Wir sind im Moment bei etwa 34, 35 Milliarden Tonnen pro Jahr weltweit, und Sie sehen, wie das global verteilt ist. Wir haben eine gewisse Entlastung der Emissionen aktuell durch diese Krise. Es wird sich im Jahr vielleicht eine Reduktion um 8%, vielleicht 10%, das hängt davon ab, ob es einen zweiten Lockdown in bestimmten Regionen gibt oder nicht. Aber mehr ist das nicht. Also auch solche Veränderungen sind nach wie vor nicht ausreichend, um wirklich eine starke Reduktion der Kohlendioxidemissionen zu bewirken. Ja, und wir aus den Geowissenschaften können tatsächlich sagen, dass diese Entwicklung in dieser Dimension vermutlich neu ist. Also alles, was wir wissen, auch aus der Klimageschichte, jedenfalls auch dieser letzte Vereisungszyklus, der ja immer dadurch geprägt ist, dass wir kalte Phase haben und warme Phasen, also Vereisung und dann wieder so eine zwischeneiszeitliche Phase, interglazial, also eine Wärmephase. Und das kann man hier auch ganz schön sehen. Das kann man auch in etwa beschreiben mit Erdbahnparametern, wie die Erde sich um die Sonne bewegt und wie die Erdachse sich verändert und schlackert. Also gibt es eine Reihe von Prozessen, mit denen man das einigermaßen gut erklären kann. Aber man kann mit natürlichen Faktoren eben diesen Anstieg nicht erklären. Also seit etwa 1950 ist diese Grenze von etwa 300, 280 ppm CO2 in der Atmosphäre überschritten, sind jetzt bei etwa 415. Das hat es früher schon auch gegeben in der Erdgeschichte, aber nicht in dieser Geschwindigkeit. Und natürlich gab es nicht die Infrastrukturen und vor allem den Homo sapiens in dieser Anzahl. Das heißt, wir haben es also wirklich mit einem neuen Phänomen zu tun, und wir versuchen natürlich auch zu verstehen, wie hebt sich das jetzt ab aus der natürlichen Klimadynamik. Wir untersuchen zum Beispiel eben die Frage, wie ist so ein Übergang von einer Kaltphase, einer Vereisungsphase in eine Warmphase, die etwa vor 10.000 Jahren hier auf diesem Planeten begonnen hat, in der wir jetzt leben, in der wir uns gut zurechtgefunden haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese klimatische Situation einigermaßen versuchen zu erhalten, um unser Leben, unseren Wohlstand, unsere Wirtschaften zu realisieren und auch weiter voranzubringen. Ich war damals gebeten, die beiden Forschungsklimagipfel für die Bundesregierung zu organisieren. Wir haben gesagt, natürlich ist das ganz zentrale Thema Mitigation, Reduktion der Treibhausgase, aber wir müssen uns auch an bereits sich vollziehende Aspekte des Klimawandels, die regional spezifisch verschieden sind, anpassen. Und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, also wie man eben schauen kann, wie war es denn in bestimmten Regionen, als es schon mal kälter war oder als es wärmer war. Was haben da für Temperaturen, für Niederschlagsverhältnisse geherrscht? Und das können wir aus sogenannten Klimaarchiven, also aus Seesedimenten, aus Baumringen, aus Korallenriffen, aus Gletschern, aus Speleothermen, aus Tropfsteinhöhlen ableiten. Das,
Das machen wir tatsächlich global, vor allem auf der Nordhalbkugel, weil die immer etwas dynamischer ist als die Südhalbkugel. Und selbst wenn wir auf diese kleine, auf das kleine Gebiet Deutschland schauen, global gesehen, dann sehen wir in den letzten 100 Jahren, wenn wir uns nur die Daten des Deutschen Wetterdienstes anschauen, sehen wir also auch schon Veränderungen. Wir sehen interessanterweise deutliche Temperaturerhöhungen, die auch in den letzten 20 Jahren weitergegangen sind, die auch differenziert sind. Wir haben also selbst in dem kleinen Deutschland, wenn man so will, Differenzierungen eher in den alten Ländern, wenn man so will, während in Ostdeutschland die Temperaturen nicht so stark angestiegen sind. Und bei den Niederschlägen ist es eher umgekehrt. Wir haben hier auch Erhöhungen zum Teil. Das ist jetzt nicht so klar abgebildet, weil es kreismäßig aufgeführt ist. Aber wir sehen, dass wir also durchaus in den Mittelgebirgslagen vor allem erhöhte Niederschläge haben, 100, 200 Millimeter im Schnitt über diese 100 Jahre pro Jahr, während in Ostdeutschland es eher gleich geblieben ist, beziehungsweise rückläufig. Und das sieht man aktuell auch an bestimmten Auswirkungen. Das ist eben jetzt stärkere Hitzeperioden und stärkere Trockenperioden, die in Brandenburg zum Beispiel und auch in anderen Gebieten zu Waldbränden führen. Wir hatten im letzten Jahr bis zu 500 kleinere, auch einige größere Waldbrände in Brandenburg zum Beispiel. Wir haben aber vor allem jetzt sehr stark sich entwickelnde Waldschäden, wirklich großflächiges Absterben in bestimmten Regionen, wo man eben diese Trockenheit hat. Wie gesagt, das ist regional spezifisch verschieden. Das hängt dann natürlich auch ab, welche Baumart da wächst, wie die Bestände organisiert sind, mit welchen Strukturen, ob das Reinbestände sind oder Mischbestände. Und das hängt natürlich sehr stark auch von den Böden ab, also von der Wasserhaltekapazität der, der Böden. Aber es ist ein ernsthaftes Problem und dieses Problem wird auch nicht weggehen. Also das hängt damit zusammen, dass wir etwas nicht so beachtet haben, wie man es beachten hätten sollen, denn es hat sich in den letzten Jahren der Bereich der Arktis wesentlich stärker erwärmt als die gemäßigten Breiten. Und das bedeutet nicht nur, dass sehr viel Eis geschmolzen ist und eben auch zu dem Meeresspiegelanstieg beiträgt, sondern vor allem haben sich die Jets, also diese Höhenwinde, die haben sich verändert, die haben sich verlangsamt und deshalb meandrieren die auch mehr, wie ein Fluss, ein starker Fluss, der gerade fließt oder einer, der eben dann langsam fließt, meandriert. So, und diese Veränderung ist da und die bewirkt, dass wir anderes Wetter kriegen. Wir kriegen anderes Wetter, das hat jetzt auch der Deutsche Wetterdienst nochmal in seiner ersten 10-Jahres-Projektion gesagt, also in Deutschland, auch in anderen Regionen, bleibt mir jetzt eher in Europa, in Zentraleuropa wird es eben wärmer im Schnitt und trockener. Aber wir können trotzdem mal einen kalten Winter haben, wir können auch mal einen nassen Sommer haben, aber die Tendenz geht wohl in diese Richtung. Also Sie sehen, man kann jetzt wirklich sagen, das Abschmelzen der Gletscher hat bewirkt, wenn Sie so wollen, das Waldsterben 2.0 in Deutschland. Jedenfalls gibt es diese Wechselwirkungen. Oder ich hatte ja auch gesagt, wir können mit unserer GRACE-Mission Grundwasserveränderungen messen. Wir messen also weltweit, wo sich über die Jahre Grundwasser verändert, Grundwasserstände. Und das messen wir auch in Deutschland. Wir können also mit unseren Satelliten und interessanten KI, also Algorithmen, messen, wie viel Grundwasserdefizit wir haben. Und wir hatten Stand Mitte des Jahres, Juni 2020, hatten wir in Deutschland ein Defizit von etwa 35 Milliarden Tonnen. Das ist signifikant. Das heißt also auch, das ist ein Faktor durch veränderte Niederschlagssituationen und vor allem durch geringere Schneefallsituationen gelangt weniger Wasser, perkuliert weniger Wasser durch die Böden in das Grundwasser im Sommer oder so, dann wird das Wasser eher erodiert eher, beziehungsweise wird abgetragen und führt eben nicht zur Grundwasserneubildung und dann kann man eben auch solche Trockenheitsatlanten bilden. Überhaupt greift der Mensch natürlich nicht nur über das Klima oder über die Klimadynamik oder den Klimawandel in den Wasserhaushalt ein, sondern eben auch durch seine Bedürfnisse im Bereich der Wasserversorgung. Sie sehen hier zum Beispiel die Talsperren in den USA um 1800, um 1900, 1950 und 2000. Also Sie sehen, das ist ein sehr komplexes System,
der Hydrologie, das sind jetzt noch nicht die vielen Flussbegradigungen und weitere Fragen wie auch Hydropower, also Wasserkraft und so weiter, involviert. Also wir stehen wirklich vor einer großen Herausforderung, die jetzt nochmal durch diesen Klimawandel oder diese Dynamik, die ich Ihnen gezeigt habe, überlagert wird. Und das hängt natürlich zusammen, dass die Weltbevölkerung ständig wächst, dass unsere Ansprüche sich verändern. Urbanisierung ist ein großes weltweites Thema. Immer mehr Menschen leben in großen Städten, auch in Gebieten, die Georisiken ausgesetzt sind. Wir verbrauchen immer mehr Rohstoffe, auch ganz verschiedene Minerale, Erze, seltene Erden und so weiter. Und um dieses Hauptproblem des Klimawandels anzugehen, das war so der Punkt von Herrn Weitze auch, was hat die Geowissenschaften nun neben der Rohstofffrage und natürlich der Erdsystembeobachtung und Schwerefeld, Magnetfeld und so weiter, was sich auch auf diese Georisiken, Erdbeben, Vulkanismus, Hangrutschungen, Überschwemmungen, Brände und so weiter, auch zu tun, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur aus der Kernenergie aussteigen, sondern insgesamt eine Energiewende herbeiführen, also die Erneuerbaren ausbauen, überhaupt Effizienz realisieren. Und das Ziel ist eben, die Treibhausgasemissionen, also das ist dann diese Mitigationsseite, zu reduzieren. Wenn man sich anschaut, was wir uns bis vor kurzem vorgenommen haben, nämlich das Ganze zurückzuführen auf 80-95%, dann stehen wir jetzt an einem bestimmten Punkt und das heißt nach wie vor erhebliche Anstrengungen. Wenn wir das Ziel, das jetzt ja gerade durch den Green Deal, durch Frau von der Leyen, der Präsidentin der EU-Kommission, ausgegeben ist, also auf 100% wollen, dann ist das schon eine ganz signifikante Anstrengung. Was machen wir? Wir bauen bei uns eben die Windenergie aus, on- und offshore, haben etwa 30.000 Windräder inzwischen aufgestellt, die weiterentwickelt werden auch ersetzt durch größere, mit größeren Effekten der Energiegewinnung, wenn man so will. Auch offshore wird entsprechend entwickelt. Und haben also doch erhebliche Mengen an Elektrizität, an installierter Elektrizität sozusagen, wenn man das so rechnet, aufgebaut. Das gleiche gilt für die Photovoltaik, auch eine enorme Investitionen, die dort realisiert wurden. Und wenn man sich das anschaut, 2018, ich kann Ihnen auch die aktuellen Zahlen bringen, dann haben wir im Moment, wenn man und das ist auch ein großes Projekt, das Accatech koordiniert, Energiesysteme der Zukunft, zusammen mit der Leopoldina und den anderen Landesakademien, dann können wir eben abschätzen, wo steht unsere Gesamtenergieversorgung. Es ist eben häufig, wird bei Energiewende über Strom geredet. Strom macht in Deutschland aber nur 20-22% aus. Der große Bereich, 50%, ist Wärme in den Haushalten, aber auch für die Industrie, aber im Wesentlichen ist es der Wärmeverbrauch in den Haushalten und in den Gebäuden und dann etwa 28-30% Mobilität. Und wenn Sie sich diese alle Sektoren, also Strom, Wärme und Mobilität, so haben wir das definiert, und diese Sektorenkopplung sich anschauen, dann sehen Sie, dass wir im Moment bei den Erneuerbaren einen Anteil haben, der ist jetzt nicht mehr 14% wie 18, sondern vielleicht 15-16%. Allerdings über alle Sektoren hinweg, allerdings sind davon etwa 2/3 Biomasse. Also wenn Sie sehen, was Wind und Sonne bislang leistet, sind wir vielleicht bei 6-8% über alles gesehen. Um das wirklich auch nochmal in den Kontext zu stellen, was das bedeutet und welchen Weg wir vor uns haben. Wir haben jetzt beschlossen, aus der Kernenergie auszusteigen, wir haben beschlossen, aus der Kohle auszusteigen und wir müssen natürlich dann sehr stark in andere Technologien einsteigen, um das zu kompensieren. Probleme, die weitergegeben sind mit den Erneuerbaren, die werden dort generiert, wo der Wind weht vor allem und die müssen aber dorthin gebracht werden, wo der Strom gebraucht wird, also eher nach Süden, also nach Bayern, Baden-Württemberg, Hessen. Und das ist auch eine große Herausforderung, Bau der Leitungen, wie Sie wissen, der nicht so vorankommt. Und diese volatilen Energieträger oder diese Energien sind ja keine Energieträger, sondern der Strom, der daraus generiert wird, der ist natürlich sehr
variabel. Also wir haben im Schnitt in Deutschland etwa 1000 Stunden Sonnenschein. Da gibt es Regionen, da ist es mehr, es gibt Regionen ein bisschen weniger, aber im Schnitt ist es wohl so. Und Wind irgendwo zwischen 1200 und 2400 Stunden pro Jahr. Das Jahr hat aber 8760 Stunden. Also sehen Sie schon, da ist auch noch eine Diskrepanz, die man geschickt mit anderen Technologien überkommen muss. Und wie gesagt, man darf das nicht nur auf Strom beziehen, sondern vor allem auf Wärme. Und gerade bei den im erneuerbaren Bereich Wärme ist eben Biomasse, macht praktisch fast 90% nach wie vor aus. Wir nutzen zum Beispiel Holz, fast die Hälfte des Einschlages und dessen, was bei Verarbeitung übrig bleibt, wird thermisch genutzt. Das ist nicht wirklich sinnvoll, müsste Holz eher kaskadenartig zum Beispiel nutzen. Andere Themen, die diskutiert werden, ist, kann man aus dem Erdinneren die Wärme rausholen, also die tiefe Geothermie, das ist ein Thema, mit dem sich die Geowissenschaft auseinandersetzt. Das ist ein Thema, wie Sie wissen, hier in Ihrer Region, Metropolregion München hat sich das vorgenommen, also die Grundlastfernwärme über Geothermie und entsprechend ähnlich gelagerte Aspekte der Nutzung des Untergrundes, da kann man auch Wärme speichern und sie wieder rausholen, Kälte speichern, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Das ist ein großer Aufschlag, der hier in der Region gemacht wird und der aus meiner Sicht auch zielführend ist, also dass man bis 2040 die erste deutsche Großstadt mit Fernwärmeversorgung zu 100% aus regenerativen Energiequellen realisiert. Das sind Beispiele der technischen Umsetzung. Und das, wie gesagt, ist eben diese Sektorenkopplung. Man muss sich das Gesamtenergiesystem anschauen, genauso wie man sich das System Erde anschauen muss, weil man sonst nicht zu den richtigen Schlüssen kommt. Und da ist natürlich eine Frage, kann man mit diesem sogenannten Überschussstrom, also dann, wenn der Wind weht und die Sonne scheint und dieser Strom aber nicht gebraucht wird, weil gerade weder eine Leitung besteht, noch ein gewisser Bedarf da ist, zum Beispiel auch am Wochenende, dann ist die Frage, kann man daraus Energieträger herstellen, also zum Beispiel dieses Power-to-X, kann man das nutzen, um Wasser zu spalten mit Elektrolyse, Wasserstoff herzustellen zum Beispiel, ist ein Thema. Oder kann man Strom auch in anderen Bereichen nutzen, zum Beispiel für das Fahren von Autos, also dieses Thema Elektromobilität. Da gibt es Chancen, da gibt es aber auch nach wie vor eine ganze Reihe von Risiken beziehungsweise von Herausforderungen. Das ist vor allem die Ladeinfrastruktur und dann natürlich auch die Frage, wie wir mit den Rohstoffen in den Batterien umgehen, wie gehen wir mit der Frage um, ist das wirklich dann CO2-freier Strom, wie gehen wir mit der gesamten CO2-Fußabdruck, mit der gesamten Wertschöpfungskette um. Und deswegen wird jetzt intensiv diskutiert, eben auch Wasserstoff. Wir wissen es, die Bundesregierung hat sich eine nationale Wasserstoffstrategie überlegt. Das ist aus meiner Sicht ein zielführender Ansatz, weil man mit der Elektromobilität Autos gut betreiben kann, jedenfalls im bestimmten Kontext, aber sagen wir mal Lastwagen oder Schiffe oder Flugzeuge oder anderes eben nicht. Und da spielt eben Wasserstoff oder dann damit zusammenhängende synthetische Kraftstoffe vermutlich eine große Rolle. Aber all diese Entwicklungen, die brauchen einfach erhebliche Mengen an Rohstoffen. Das sind seltene Erden, das sind weitere Produkte, auch Kupfer zum Beispiel. Wenn man diese Hightech-Entwicklung so will, wie wir uns das vorstellen, dann müssen wir in den nächsten 25 Jahren etwa die dreifache Menge an Kupfer abbauen, die wir in den letzten 1000 Jahren abgebaut haben. Also es sind diese Frage der Nachhaltigkeit, die ja immer wieder im Mittelpunkt steht, ist eine wirklich wichtige Frage, die uns eben auch in den Akademien, aber auch in den Forschungsinstituten umtreibt und wo wir versuchen, bestmögliche Erklärungen und Optionen, wissenschaftsbasierte Optionen zur Lösung dieser großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen zu finden und dann eben auch die Wissenschaftskommunikation so zu organisieren, dass wir in einen Dialog kommen mit den Stakeholdern, mit der Gesellschaft, um eben auch Akzeptanz für neue Fragen zu finden. Ja, damit komme ich auch zum Ende meines Beitrages, kann diese 45 Minuten auch genau einhalten. Also die Rolle der Wissenschaft eröffnet eben evidenzbasierte, wissenschaftsbasierte Handlungsoptionen. Wir nennen das nicht mehr Empfehlungen, weil das
hat so den Charakter, man geht zum Arzt, er sagt einmal was und wenn man das nicht macht, ist man morgen tot. Das meinen wir so nicht. Es gibt häufig Optionen, unterschiedliche Ansätze, die man bewerten muss als Beitrag in diesen gesellschaftsunternehmerischen, unternehmenspolitischen Entscheidungsprozessen. Science, Wissenschaft ist global, Akzeptanz ist lokal. Ein ganz wichtiges Element. Wir haben kein anderes Wissen über die Kernenergie als die Franzosen, aber die Franzosen haben eine andere gesellschaftspolitische Debatte zur Kernenergie, weil sie die Risiken anders einschätzen. Und das muss man auch akzeptieren. Das gilt für mein Thema auch, für Carbon Capture and Storage, für Fracking, für grüne Gentechnik, sie kennen das alles. Klimaschutz heißt nicht nur Mitigation, sondern auch Adaption, Anpassung. Ganz wichtiges Thema. Ich habe Ihnen diese veränderten Schätz gezeigt und die Effekte. Da können wir sehr viel CO2 einsparen, aber wir werden auch mit diesen Effekten leben müssen. Zudem ist ja das CO2-Molekül relativ stabil in der Atmosphäre über 100, vielleicht bis 1000 Jahre. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, die man auch erklären kann. Klima, unser Planet Erde, garantiert kein konstantes Klima. Also auch wir müssen trotzdem noch mit entsprechenden Effekten leben, die eben über Vulkanismus oder über Erdbeben oder über anderes realisiert werden. Und Deutschland, das ist für das Energiethema wichtig, wird auch in Zukunft ein Importland sein, denn wenn wir diese Wasserstoffstrategie, die ich heute nicht traktiert habe, wirklich umsetzen wollen, dann müssen wir diese Moleküle, wie in der Vergangenheit auch, stärker aus dem Ausland, da wo die Sonne scheint und Wind weht oder andere Möglichkeiten gegeben sind, realisieren. Ja, das so viel zum Thema als ein Beispiel, die Planet Erde, unser Lebens- und Gestaltungsraum, jetzt mal an dem Thema ja, Rohstoffe bzw. Energiewende etwas dargestellt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, besten Dank, Herr Hüttel, für Ihren umfassenden Blick auf den Planeten Erde, in dessen Vergleich der Applaus ein bisschen schütter ausgefallen ist, weil wir wirklich hier nur wenige sein dürfen wegen Corona, das hatten Sie auch kurz erwähnt. Und wir können natürlich mit Ihrem Material jetzt mühelos Wochen, Monate lang diskutieren. Sie haben ja die ganz heißen Fragen vom Endlager, Fracking angesprochen, aber vielleicht wollen wir uns in der Diskussion auch konzentrieren auf die aktuelle politische Situation, Politikberatung. Was macht jetzt so eine Akademie der Technikwissenschaften angesichts der globalen Herausforderungen? Wir hatten Ansätze gesehen, Georisiken, Frühwarnsystem ist ein großes Thema bei Ihnen an Ihrer Heimatinstitution natürlich. Dann Klimamitigation, Adaption, da sind natürlich ganz viele Geschichten, aber auch ganz viele Unsicherheiten. Zum Beispiel das Weltraumwetter, diesen Begriff hatte ich jetzt, Entschuldigung, das erste Mal gehört. Was ist denn das? Also wenn Sie das, Entschuldigung, noch ein bisschen erläutern, vielleicht hat das was jetzt mit unserem Wetter zu tun oder nennt man das nur, weil es so schön ist? Das würde mich persönlich interessieren, wenn ich gerade da bin. Also Weltraumwetter ist ein Fachbegriff, der vor allem beschreibt die Effekte von Einträgen in unsere Atmosphäre, vor allem Sonnenwinde zum Beispiel, ist ein sehr bekanntes Beispiel, das eben dazu führen kann, dass Elektrik nicht funktioniert, Stromübertragung, elektronische Systeme. Und man versucht jetzt zu verstehen, wie die Wechselwirkungen dieser Einwirkungen auf die Atmosphäre sind. Man nennt das Weltraumwetter. Es gibt da natürlich Interessen, zum Beispiel das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr, das wir mit Informationen versorgen, oder eben auch zum Beispiel der Netzbetreiber für die Stromübertragung in unserer Region, 50 Hertz in den neuen Ländern, wenn Sie so wollen, aber auch das Technische Hilfswerk, das auf solche Fragen angewiesen ist, ist also nicht nur wird das gemessen, sondern es hat auch schon Implikationen in Beratungsaspekten. Ja, aber das können wir jetzt nicht beeinflussen, wie man ja das Klima jetzt offenbar beeinflusst, aber das Weltraumwetter, das ist jetzt noch gegeben für uns sozusagen. Nein, das ist eben vor allem wichtig, wie gesagt, für Strukturen, Infrastrukturen hier auf der Erdoberfläche, wenn Sie so wollen, aber natürlich auch für die Satelliten, für Kommunikationssatelliten, für Navigationssatelliten, um diese Effekte zu verstehen, ist das ein wichtiges Forschungsthema, das auch relativ neu ist. Also DLR, Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat ein neues Institut gegründet. Wir am Geoforschungszentrum haben eine Abteilung oder eine Sektion gegründet, um uns damit auseinanderzusetzen. Okay, gut, danke sehr. Jetzt sind wir hier praktisch halt auch ein bisschen gehindert über unsere Masken in der Diskussion. Der Vortrag lief ja auch über den Stream, über den YouTube-Kanal vom Deutschen Museum. Und da hatte ich dann praktisch per E-Mail noch die Frage bekommen, wie es jetzt, weil Sie sehr fokussiert haben auf die Energiewende, wo Sie auch Kuratoriumsvorsitzender des Akademienprojekts Energiesysteme der Zukunft sind, aus Ihrer persönlichen Sicht, wie optimistisch sind wir, dass wir das hinbekommen? Es ist ja ein großes Thema, ein riesengroßes Vorhaben. Und manche sagen so, es ist noch gar nichts geschehen. Andere sagen, es ist wunderbar. Vielleicht der Professor Hüttel, so der persönliche Einschätzung. In 10 Jahren, in 20 Jahren, geht das jetzt schon die richtigen Kanäle entlang? Oder muss man noch mal umsteuern? Wie ist das aus Ihrer Sicht? Also in der Tat, wir haben uns mit diesem Projekt, aber auch in anderen Gremien mit dem Thema Energieversorgung intensiv auseinandergesetzt. Also einmal dieses Thema Sektorenkopplung, das wichtig ist. Ich persönlich glaube, dass wir mit dieser Wasserstoffstrategie eine sehr interessante Option jetzt stark in den Fokus nehmen. Forschung nochmal sehr stark ausbauen, ausdifferenzieren. Aber eben auch bereits zum Beispiel unsere Bundesforschungsministerin einen Vertrag geschlossen mit Australien, um tatsächlich nicht nur zu forschen, sondern auch Infrastrukturen dort aufzubauen und Wasserstoff zu importieren. Das ist aber auch für Südeuropa relevant, das ist für die Arabische Halbinsel, das ist für Nordafrika relevant. Soweit es das den grünen Wasserstoff anbelangt, bei blauen Wasserstoff gibt es natürlich andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch in Russland, wo man aus Erdgas CO2 abscheidet, das in die Lagerstätten wieder bringt und den Wasserstoff nach Deutschland bringt zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass das ein Weg ist, der, man kann mit Wasserstoff im Prinzip alles machen, was man mit Kohle, Öl und Gas im Prinzip auch machen kann. Es gibt einen großen Nachteil, man braucht sehr viel Energie, um Wasserstoff herzustellen, aber wenn man den Energieträger dann mal hat, dann kann man damit ganz gut umgehen. Und man muss ihn eben dort herstellen, wo es wirklich, wo die Möglichkeiten sind, um am Ende auch den grünen Wasserstoff zu produzieren. Ah ja, okay. Also insofern dieses, ich als Chemiker freue mich dann, dass so ein Molekül mal im Vordergrund des Interesses wieder steht. Nicht immer nur Digitalisierung, die wir hier auch sehr oft natürlich haben, aber dass man da praktisch konkrete stoffliche Energieträger also hat. Es gibt natürlich weiterhin den Ausbau der Erneuerbaren, auch in Deutschland mit Wind und Sonne. Mhm. Bioenergie ist vielleicht nicht so am Ende wirklich zielführend. Auch die Elektromobilität, es gibt natürlich viele Ansätze, aber ich glaube, dass Wasserstoff ein weiteres Thema ist. Ich habe mir das auch, es gibt ja die Hydrogen Society in Japan, wir haben uns das ja auch intensiv in Japan angeschaut, aber auch in anderen Regionen dieser Welt. Und was man dort sieht, die stehen vor den gleichen Herausforderungen, die können das auch nicht selber produzieren, ist doch sehr vielversprechend. Ja, besten Dank, Herr Hüttel, also für den Überblick und auch für diese Detailinformation, die uns, denke ich, noch einiges am Denken halten werden und auch sozusagen Stoff bieten für weitere Vorträge hier im Museum, Aktivitäten der Akademien und Aktivitäten der Politik selbstverständlich. Bevor Sie Ihren verdienten Schlussapplaus noch bekommen, bleibt mir der Hinweis auf den nächsten Vortrag in dieser Reihe bereits nächste Woche. Da ist auch ein Akademiemitglied von AKTech hier auf der Bühne, und zwar ein Professor Kretschmer von der TU München. Er macht sich Gedanken um Chancen und Barrieren von digitalen Ansätzen. Dann haben wir es wieder digital. Da geht es um das Thema gesünder Essen dank Handys. Also auch spannend praktisch, das betrifft uns als Verbraucherinnen dann unmittelbar, wenn Sie es mögen, buchstäblich dann nächste Woche wieder hier. Aber besten Dank für Ihr Interesse und besten Dank insbesondere an Professor Hüttel für den Vortrag und die Diskussion. Danke sehr. Sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.